Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir spielen heute die Map Checkers auf Medium. Oh, wir haben was freigeschaltet, sehe ich gerade. Schau, haben wir das auch bei anderen jetzt? Und da rein? Jo, unplatzbar. Ich drück da mal drauf, mich interessiert, was das jetzt hier ist. Bei unplatzbar kosten die Türme mehr als bei schwer. Ach du Scheiße! Die Bloons bewegen sich schneller, sind stärker denn je und du darfst nicht ein einziges Leben verlieren. Okay, das heißt, ich habe nur ein Leben, das kommt mir entgegen. Wenn du die Runde 85 schaffst, wird dir die Unplatzbar-Medaille verliehen. Yeah, Baby! Und da kriegen wir 600. Also Leute, das ist ein neuer Schwierigkeitsgrad, den ich gar nicht kenne. Das ist der Vierer praktisch. Nice, nice, nice. Apokalypse kennen wir ja, ne? Wenn du einmal begonnen, kannst du nicht mehr stoppen. Das heißt, Pause ist nicht drin. Super, wir haben einen neuen Schwierigkeitsgrad frei. Den werden wir dann gleich probieren. Und wir gehen jetzt zu unserer Map hier und spielen die auf Medium. Die Map Checkers. Und holen uns ordentlich Kohle hier ab. So. Auf Medium, haben wir gesagt. So, dann nehmen wir mal den hier. Den stellen wir mal da einfach in die Mitte. Und los geht's. Wir werden dieselbe Strategie wie vorher anwenden. Die war nämlich ganz gut, will ich mal behaupten. So, ein bisschen hier farmen noch, bevor wir was machen. Wave 4 haben wir schon. So, Wave 5. Wave 6, das läuft richtig gut hier. Wave 7. So, ich kann immer die Banane noch schon von früher holen. Das ist gut, weil wir brauchen Kohle. So, Wave 8. Seht, wie der schön durchschießt hier. Der trifft dann die da hinten auch. Das ist natürlich hervorragend. Hier haben wir schon das erste Upgrade, dass wir Kohle kriegen. So, das erste Mal kommen sie jetzt runter, aber der wird sie abfangen. Das ist jetzt nicht das große Problem, denke ich mal. Bräuchte aber Unterstützung, unser Tower hier. Der kann nicht so ewig weitermachen hier. Das geht nicht. Da müssen wir was machen. So, Wave 10. Wenn wir gleich die Nagelfactory bauen, das wird die Sicherheit, dass nichts mehr durchkommt. So, hier kann ich eh noch nichts upgraden, das heißt, ich brauche jetzt wirklich die Nagelfactory, dann haben wir eine gewisse Sicherheit, dass da nichts mehr durchkommt. Und zwar werden wir die... Hier hin, ich baue sie ein bisschen am Rand hier. Nicht in die Mitte, das passt dann schon. So, weiter geht's, Wave 11. Wave 12. So, jetzt kommen die gelben schon, aber ist kein Problem. Es läuft. Wave 13. So, den Rest macht unsere Nagelfabrik. Hier kriegen wir jetzt mehr Kohle. Die brauchen wir nämlich dringend, weil das ist nicht so einfach. Ich glaube, damals, ich nehme das ein bisschen untereinander auf und versuche euch die Folgen immer so ein bisschen der Reihe nach zu zeigen, dass das ein bisschen, ich sage mal, Stil hat in der Playlist. Ich starte inzwischen, dass ihr nicht mein Gelaber hier nur habt, dass das ein bisschen auch Ordnung hat in der Playlist. Ich lege schon drauf Wert, dass nicht erster Teil hart, bla 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 kommt und dann irgendein anderer Level durchmixt auf easy und so, dass das ein bisschen nacheinander geht, das Ganze. Lege ich ein bisschen Wert und schaue ich, dass das hinhaut. Das muss man natürlich auch so sagen, ich kann nicht irgendwas machen, weil man braucht einfach gewisse Upgrades, sonst schafft man die Level nicht. Also ich werde da versuchen, einen guten Mittelweg zu finden.
dass ich euch das schön, dass ihr gute Unterhaltung habt. Ich mach's mal abkürzlich, ne? So, jetzt kommen diese Herzen hier. Oh, das geht aber schon. Wir müssen jetzt ein paar Upgrades langsam machen. Viele Grüne kommen, ja, das müsste nur gehen, Herr. Den hier upgraden, dass wir mehr Kohle kriegen. Das ist aber jetzt schon ein bisschen Risiko. Die Nagelfabrik schafft es nicht mehr alleine. Ich weiß das. Ich weiß das. Also wir müssen da jetzt wirklich was machen langsam. Diese Herzen hier sind auch ekelhaft. Die setzen der Nagelfabrik hier richtig zu grad. Aber es geht, es geht, es geht. Ich möchte jetzt einfach den hier upgraden, dann kriegen wir richtig Asche. Ist aber auch Risiko, was ich hier mache. Ist wirklich gerade wieder Risiko. Und das ist schon oft auch in die Hosen gegangen in letzter Zeit, weil ich es übertrieben habe mit Risiko. Aber wir riskieren es noch einmal und als nächstes wird der hier abgegradet. Ich garantiere es, Leute. Müssen wir auch, weil sonst kriegen wir richtig eine auf den Latz. So, stärkere Nägel. Wir haben's. So, Wave 22. Wir müssen jetzt auch was gegen Stahlbluns machen. Da haben wir nämlich gar nichts. Natürlich auch nicht der Burner. Wave 23. So, jetzt haben wir was gegen Stahlbluns und mehr Nägeln. Jetzt passt es, jetzt fängt es richtig an. So können wir arbeiten. Wave 24, der Camouflage da. Der eine ist kein Problem. Wave 25. So, jetzt machen wir den hier. Das hat gut funktioniert. Wir sollten natürlich das Dorf hier machen, weil dann wären die Tower billiger. Das werden wir natürlich zuerst machen. Das ist eine Idee. Ist zwar auch so ein bisschen ein Risiko, aber dann wären die Tower günstiger beim Kauf. Und das hat natürlich schon Sinn. So, das Dorf schön in die Mitte da, dass es alle trifft. Wir verkaufen jetzt den da und machen unseren Nagler hier hin. Schön in die Mitte gesetzt. Er hat natürlich fast keine Upgrades. Das muss man jetzt natürlich gleich hier freischalten. Aber das ist die... Wow, 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 wow. Das war schön knapp, Leute. Schaut euch das an. Also es war schon wieder arschknapp hier, dass uns fast was durchgeht. So, der wird gleich das nächste Upgrade hier kriegen. So, jetzt läuft es. Jetzt sind wir ein bisschen aus dem Schneider, würde ich behaupten. Und als nächstes sparen wir auf das da. Wave 8, oh, Stahlblons, Stahlblons. Der einzige, das auffällt, ist die Nagelfactory. Aber das geht. Das wird auch kein Problem sein. Wir brauchen nur mehr Nägel dann, ne? Also dabei wird es nicht bleiben hier. So, Wave 29, Leute. Wave 30. Schon wieder Stahlbluns. Das passt mir jetzt gar nicht. So, zack. Jetzt haben wir hier auch was gegen Stahlbluns oben. Wave 31. Jawohl, jetzt läuft es hier. Ihr seht, das läuft richtig gut. Ich werde dafür sorgen, dass die auch die Camouflage dann angreifen. Ich nehme dieses Upgrade jetzt zuerst. Der ist ja voll abgegradet, das haut hin. Da geht nur was. Wave 32. Wir haben 65 Waves übrigens. Wir spielen auf Medium, steht ja da, Mittel. Ein bisschen mehr Kohle bräuchten wir langsam. Camouflage, aber die sollten jetzt nicht das große Problem sein. Ich werde jetzt dieses Upgrade hier nehmen. Wir brauchen einfach mehr Kohle. Wave 34. Wave 35. So, haben wir. Jetzt gibt es mehr Moos hier. So, dieses Upgrade hier. Dass die mehr Reichweite haben, die Tower, das ist natürlich auch super. So, Wave 37 kommt schon. Gleich genug Kohle. Jawohl, jetzt greift er auch Camouflage an. Upgrade gekauft. Danach testet, dass er 15% schneller schießt. Ihr werdet jetzt sehen, wie der gleich Gas gibt nach dem Upgrade. Eigentlich sollte der jetzt auf Camouflage gehen. Ich habe doch das Upgrade hier. Komisch. Verstehe nicht, das sind Camouflage. Warum geht der nicht auf denen? Ist der zu weit weg oder was? Der ist doch in der Range.
Zack. Komisch, komisch. Ich hoffe, ihr habt den jetzt nicht außerhalb der Range. Das ist so knapp hier. So, dann werden wir noch einen zweiten hier hin. Werden natürlich schön upgraden. So, Wave 39. Seht, da kommt schon einiges hier, aber es geht. So, Max Upgrade von dem genauso. Wave 40. Stahlblumen sind natürlich sehr giftig, aber wir können sie zumindest runterhauen. Was wir uns kaufen, ist unser Rasenmäher, unser Blumenchipper. Der soll immer auf den stärksten gehen. Gleich schön upgraden, das geht wunderbar. So, ist der auf den derzeitigen Max-Upgrade. Alles andere müssen wir erst freischalten. Wave 41 ist das. Ihr seht, das geht so richtig runter oben jetzt. Das haut wunderbar hin. So, Wave 42, Leute. Wave 43, es geht richtig zackig vorwärts. Da waren Keramikblooms, die werden schön vernichtet. So, Wave 44. Ich möchte jetzt dieses Upgrade hier als nächstes, weil da kriegen wir dann richtig Moos, Asche. Aber da müssen wir 10.000 investieren, das sollten wir aber bald haben. Wave 45, es wird jetzt schon richtig, Entschuldigung Leute, richtig, ja, ungemütlich kann man sagen. Wir müssen da towermäßig nur was machen. Mit der Maschine hier halte ich den Boss jetzt nicht alleine auf. Das heißt, ja, das, ob das die richtige Entscheidung war, sehr fragwürdig. Aber, ja, schauen wir mal. Ich glaube, es war die falsche, aber müssen wir gucken. Die Nägel werden ein bisschen mager da hinten. Aber sobald der geplatzt ist, saugt der Blumenchipper ja die hoffentlich ein hier. Na gut, der hat aber nur hier hinten eine Range. Also das wird jetzt spannend mit dem hier. Ah, Moment. Ja, er hat sie eingesaugt, so halbwegs, das geht. Die sind noch immer da drin. Wow, 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 da sind sogar ein paar durch. Habt ihr das mitgekriegt? Also es war schon eine sehr knappe Sache. Die Spec Factory produziert auch nicht so viele Nägel, sehe ich gerade. Das hätte ich machen sollen, ne? Sind uns ein paar durchgeraschelt. Ein paar Schweinebrüder. Also, Camouflags werden auch eingesaugt. Aber ich glaube, die sind aus der Range von dem hier. Hm. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Spec Factory. Die bauen wir da hinten hin, wieder, dass sie in alle Richtungen hier rumspiked, sozusagen. So, los geht's, Wave 48. 49 wird wieder eine giftige, da muss man wieder aufpassen. Seht, was alles kommt hier, das ist ordentlich. Der Blumenchipper haut die so schön rüber und hier kriegen sie nochmal einen in die Fresse. Das ist natürlich spitzenmäßig. So. Wave 49 wird die giftige. Schön upgraded, dass der hier die Spikes raushaut, die dicken. Das sind Keramik. Blooms, aber die werden schön kaputt gemacht. Jawohl, das haut hin. Kommt ein Haufen, ihr seht's, aber der kommt damit klar. Ja, und für die Bosse haben wir ja diese Spike Factory hier. Das haut auch hin. Dass der da oben schon aufplatzt und... Hier soll der Blumenchipper dann praktisch die aufsaugen. Es müsste hinhauen, dass das so funktioniert. So halbwegs halt. So, wunderbar, ne? So, was machen wir jetzt towermäßig? Wir haben 14.000. Sind die alle schon auf Max, soweit möglich? Jawohl, der hier genauso. Was machen wir dann? Ein zweites Dorf und wir bauen hier noch eine zweite Killerstation für die Gegner sozusagen auf.
So, haben wir den schon auf Max, was möglich ist, und dann bauen wir hier die ganzen Tower dann noch auf. Wave 52, es geht schon richtig ab hier, wir sind in den hinteren Runden, da muss man aufpassen, jetzt kommen auch schon Bosse mehrere. Kriegen zwar schön rein, aber trotzdem. So, es läuft, es läuft. Wir bauen dann hier noch so einen auf. Schön upgraden, selbstverständlich. Wave 53. Kammerflak-Dinger. So, der kriegt sein Max-Upgrade. Jawohl. Mehrere Bosse jetzt. So, gegen Bosse haben wir jetzt nicht wirklich was, außer unsere Spike-Factories. Das ist jetzt nicht wenig, will ich nicht sagen, aber das ist halt nicht alles, ne? So. Den hier schön upgraden. Und Wave 54, Leute. Wenn die Bosse jetzt mehr werden, müssen wir halt noch was gegen Bosse machen, weil so ist es ein bisschen risikovoll, das muss man schon sagen. So haut es nicht so ganz hin. Das ist mir zu viel Risiko. Einen zweiten Blumenchipper machen wir nur her in die Mitte. Genau dasselbe wie drüben. Das wird super hinhauen. Der soll natürlich auf den stärksten gehen. Ja, so wie es gehört. So, Wave 55. 10 Level noch. Ihr seht, da kommt schon stoßmäßig was, aber das haut super hin. Kommen auch nicht wirklich weit durch hier. Das ist eine super Verteidigungslinie da oben. Das haut richtig klasse hin. So, hier auch noch zwei Upgrades. Aber gegen die Bosse haben wir halt trotzdem noch nichts außer unsere Spike Factories. Das heißt, wir brauchen noch eine Spike Factory. Die machen wir dann hier hin, da unten. Wird hier alles voll spiken. Jawohl. So, Level 56. Weil es kommt auch dann der rote Boss, der muss natürlich auch aufgehalten werden. Da kann man nichts schönreden. Der wird stressig werden. So, der ist soweit es möglich ist. Und Max-Upgrade, ihr seht, die kommen jetzt schon ein bisschen runter. Das sind halt mehr Bosse dann. Aber dank der dritten Spike Factory ist jetzt Ruhe da unten. Wave 58. Da haben die Bosse keine Chance mehr. Es läuft. So, Tarn und Blei im Anflug, schaut, sehr viele Keramikblumen, Regenbogenblumen, richtig giftig, aber es läuft. Kein Problem. So, Wave 60, jetzt kommt der rote. Mal schauen, wie wer da kommt. Der einzige wirkliche Schaden, ich meine, die machen schon ein bisschen Schaden, aber der echte Schaden hier, der kommt von denen da, von den Spikes, da nimmt er ordentlich Damage. Seht's? Kommt aber nicht weit, haut hin. Wave 61, da wird uns nichts mehr passieren, denke ich. Das haut jetzt super hin. Wave 62. Verteidigungsfeld, da kommt einfach nichts mehr durch und die Bosse werden dann hinten von den Nagelfabriken aufs Korn genommen. Haut einwandfrei hin, Leute. Wave 62 war das und Wave 63, es läuft. Kommt wieder stoßweise was durch, ihr seht, jetzt gehen die schon sogar ganz durch. Das sind diese stoßweisen Dinger, die sind richtig ungut. Die reißen uns doch ein kleines Löchlein da rein. Da nachlegen? Nö, oder? Das kann nicht sein. Aber wir brauchen dringend noch eine Spike Factory. Zack, 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 zack. Schnell, schnell muss das gehen. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen nachlegen, sonst gibt's auf den Latz. Das war schon knapp, Leute. Seht's? Da muss sogar noch eine Spike Factory her. Das reicht nicht. Sehr viel stoßweise hier, was da durchgeht. Noch einen Blumenchipper könnte man da in die Mitte... Und wir haben einen Stufenaufstieg. Ja, die vierte Stufe. Jawohl. Und die vierte Stufe auf der anderen Seite ebenso. Jawohl. So, jetzt können wir die upgraden hier. Jetzt haben wir das Auge.
der soll auf den stärksten immer gehen. Ihr werdet gleich sehen, was das macht. Für die, die ihn nicht können, kennen, den Tower hier, das geht richtig gut ab. Wave 64, ihr seht das Auge hier. Das macht ordentlich Damage jetzt auch an den Bossen. Also das haut super hin. Jawohl, haut wunderbar hin. Da gehen die alle drauf hier. Nice, 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 nice. So, und Wave 65, die allerletzte, Leute. Ihr seht, das Auge geht immer auf die Stärksten da draußen. Da draußen, ihr seht sie nicht mal, die Blut, die aufs Auge kriegen. Hat natürlich eine schöne Range auch, ne? So, jetzt geht das da sicher rein. Und, ja, den könnte ich eigentlich auch noch ein Auge gönnen, aber das ist gar nicht mehr möglich. Das ist die letzte Wave, Leute. Seht, da kommt alles rein. Die Keramiks werden sofort angesaugt. Das Auge macht die platt. Läuft wunderbar. So, den verkaufen wir jetzt. Dann gibt es hier nur ein zweites Auge. Wieder auf den stärksten. Seht, wie die Bosse hier belagern, ist kein Problem. Der Rote wird auch nicht weit kommen. Wunderbar, hat das hingehaut. Schön geschafft. Wir kriegen Silber, 250 Eier, 2 Münzen. Da kann man damit was anfangen. Wie viel Kohle haben wir? Über 1000, jawohl. Das heißt, wir können upgraden. Leute, wir können upgraden. Das ist der wichtigste Tower von uns. Den können wir wieder upgraden. Und zwar erzeugt in jeder Runde eine Nagelsperre gratis. Das heißt, diese extra Ding da, vermute ich. Ich weiß es nicht, aber ich werde es mal kaufen. Und das nächste ist, alle Nägel und Bälle lassen 50% mehr Blutz platzen. Das wird das ultimative Upgrade werden. So, wir haben wie viele Münzen? Können wir da auch was machen? Schauen wir mal. Kosten 10. Wie viel haben wir? 3. Nicht so viel. Ey, wieso geht das wieder zurück hier? Wir brauchen 10 Münzen und dann kriegen wir jo, mehr Startgeld. Und Startgeld ist durchaus was Nützliches, ne? Nun Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr neue Zuseher seht, abonniert den Kanal und ihr verpasst keine Folge von Bloons Tower Defense 5. Ich schätze mal, es werden Minimum über 500 werden. Ich möchte da definitiv alles machen, was nur geht. Hier haben wir auch die Achievements, da habe ich glaube ich noch nichts geschafft. Bin ja erst relativ am Anfang, aber das werden wir hinkriegen. So, die sind dummerweise nicht der Reihe nach sortiert, weil das wäre nett, wenn das so wäre. Hier mal, was haben wir hier? Irgendwo habe ich 40% gelesen. Moab-Killer. Zerstöre 5000 Moabs, ja, das werden wir auch noch hinkriegen. So, da sind wir schon ein bisschen weiter. Was ist das? Infrarot. Lass 250.000 Tarnblumen platzen. Das werden wir bald schaffen. Und die Frage ist, was kriege ich dann? Was? Oder ist das einfach nur das Achievement? Werden wir dann sehen, wenn es sowas ist. Ich bedanke mich beim Zusehen und wie gesagt, Kanal abonnieren und Spaß haben, Leute. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.